Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei sind heute nach 10.000 Jahren nochmal Petrit. Hallo. Guten Tag. Und der liebe Felix Rotpilz. Ganz genau. Leute, wir starten jetzt heute wieder gemeinsam in Spielwiesen-Modus, denn ich habe eine ganz, ganz krasse Idee. Es gab Leute wie die Dusty die Pummel in einer Runde zugebaut haben. Da haben wir so ein krankstes Clickbait-Video gemacht. Petrit. Es war kein Clickbait, es war real. Petrit, lass gut sein, okay? Ich habe folgende Idee, Leute. Dusty Depot ist die tiefste Stelle an der Map, wo man theoretisch hingelangen kann. Das heißt, von dort aus, meine Freunde, könnten wir wirklich den größten und heftigsten Turm, den es jemals gegeben hat, erbauen. Wir werden da ein unglaublich heftiges Hochhaus erbauen, meine Freunde. Petrit wird Materialien farmen, Felix wird mir helfen. Petrit, tut mir leid, aber du kannst halt nicht bauen, weißt du, was ich meine? Ich kann nicht bauen. Er kann nicht bauen in Fortnite. Ja, Petrit, du kannst schnell bauen, aber nicht gut, weißt du, was ich meine? Ich kann gut bauen, aber nicht schön. Nein, Petrit, wir diskutieren nicht. Meine Definition ist die richtige, okay? Okay. Gut, sammelt euch erstmal Waffen. Ich würde sagen, Felix und ich ficken jetzt erstmal Petrit auseinander. Nein, ich möchte jetzt von vornherein festlegen, Petrit. Ja. Okay? Egal, wie oft ich jetzt umbringe, du darfst dich nicht wehren, weil du hast mich einen Monat lang im Stich gelassen. Das tat weh, okay? Ich hab mich selber einen Monat lang im Stich gelassen. Ja, siehst du mal. Ich muss mich eigentlich selber jetzt schlagen. Kinders, fang erstmal mit mir an, komplett Dusty abzubauen. Achso, das Gute ist, dass die hier nämlich erstmal Steine geben, wo sich auch die ganzen Leute fragen, warum gibt ein Stahlzaun Steine? Man weiß es nicht. Aber es ist egal, wir können das Ding benutzen, weil zum Beispiel der da drunter gibt nämlich tatsächlich Stahl. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal genügend Materialien und können damit auf jeden Fall schon mal arbeiten. Was bauen wir als Basis? Stahl? Die untersten drei Etagen sollen quasi erstmal aus Stahl bestehen. Du kannst genau das, was quasi momentan Zaun ist, kann das Stahlgerüst werden quasi. Peter, kriegst du das hin? Ja, ich krieg das auf jeden Fall hin. Okay, sehr gut, sehr gut. Aber hier sind zwei Damas drin direkt, ne? Ja, dann mach dir doch auf, aber da ist nicht so viel drin wie hier, wenn du kaputt haust. Da magst du vielleicht recht haben. Guckt euch Felix an, Alter. Die Maschine. Ich hab andere Ziele in dieser Runde. Welche Ziele hast du, Petrit? Ziele halt. Petrit, wenn du mich einmal umbringst und abfuckst, Digga. Okay? Es wird hier ein Haus gebaut, Petrit, und nicht mehr. Ist das klar? Ja, okay. Gut, Felix, auch für eine schöne Zukunft. Das erinnert mich wie gerade an alte Zeiten, weißt du? Digga, das ist wie ein Masterbild, das, Alter. Ich sag's dir. Was du gerade gesagt hast, das ist ein bisschen an Craft Attack so, muss ich sagen. Hier wird ein Haus gebaut und nicht mehr. Petrit, ich schwöre, Craft Attack in Fortnite, Leute? Immer eine Stunde pro Projekt. Leute, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal eine wunderschöne Timelapse und sehen uns dann gleich wieder, wenn komplett Dusty leer ist. Bis gleich. Okay, Leute, ihr seht auf jeden Fall gerade schon, dass wir ordentlich weitergemacht haben. Jetzt gleich ist die letzte Säule dran und dann fällt das Ding hier auch schon auseinander. Petrit, wenn du mich noch einmal triffst, ich bring dich sofort um, Digga. Ich hab ganz genau gesehen, dass du das warst, Petrit. Ich weiß es. Petrit, hör mir auf. Und jetzt fällt das die Depot in der Mitte zusammen. Auf Wiedersehen, kleine Halle. Das sieht aber echt immer so geil aus. Es ist so befriedigend, oder? Ah, und die Meteoriten können nicht. Der Meteoriten, der bleibt ja schön in der Mitte, denn der gehört ja irgendwo mit dazu. Felix, was machst du da gerade? Ich gar nichts. Felix, warum trinkst du Tränke? Ich hab Durst. Petrit, du kleine Ratte, wo bist du? Ich töte dich, ne? Petrit, wo bist du? Oh mein Gott, guck. Petrit, ist das dein Ernst, Digga? Petrit, Digga, wir wollen in Ruhe bauen. Lass mich dann, okay? Okay. Ich töte dich. Petrit, lass mich leben. Dann hör auf mich anzuheben, okay? Ich aim dich nicht an. Ja, try me, Petrit, try me. Baby. Hör auf, Baby. Ja, mit Shotgun, du. Einen habe ich jetzt gut bei dir, Petrit. So. Ja, Baby, ich sehe dich, beobachte dich, ne? Ich fange jetzt an zu arbeiten. Ja, besser ist das, mein Freund. Also Leute, es wird auf jeden Fall nicht easy werden. So viel kann ich euch versprechen. Meine Zeit arbeitet echt krank gegen uns. Wir haben jetzt noch hier 45 Minuten Zeit. Das ist auf jeden Fall echt eine kranke Aufgabe. Aber ich meine, wir sind halt zu dritt, ne? Ich glaube, ein Vierter wäre nicht verkehrt gewesen. Aber ich denke auch, dass wir das zu dritt schaffen können eigentlich. Okay, wir brauchen unbedingt Stones. Der liegt halt auf dem Boden wie Feuer, ne? Nee, ja, schon fast alles mitgenommen. Ist kurz hoch, bisschen Steinfarmen. Also Lamas und sowas brauchen wir eigentlich auch nicht. Viel, viel wertvoller sind eigentlich die Steinressourcen, wo so richtig viele Brocken sind, weißt du? Außerhalb sind richtig viele Steine. Ja, easy. Okay, nice. Sieht schon mal ganz gut aus. Du meinst außenrum so eine Terrasse und dann mit einem Versatz nach innen eine Wand, oder was? Genau. Okay, Felix, schau mal her. Pass mal auf. Jetzt ist nämlich wichtig, jetzt musst du mir kurz zuhören. Ja. Wir machen jetzt genau Folgendes. Wir nehmen jetzt hier 1, 2, 3. So, und ab dem vierten hier machen wir jetzt quasi hier so. Schau mal, so. Eisen, genau. Die beiden hier müssen weg. Mach die mal bitte weg. Er macht richtig so LA-Gebäude. Du willst jetzt so ein Muster da drin haben? Genau. Ah, okay. Ja, understand, okay. Brauchen zwei Jumpers, da können wir so hin und her pendeln. Ja, wäre eigentlich gar nicht so dumm. Mach mal Lamas auf, dann findest du vielleicht welche. Ja. Leute, ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen hin und her geschnitten. Ich würde sagen, wir machen ganz kurz diese Etage fertig und sehen uns dann gleich einfach wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.
Okay, Leute, die eine Etage steht, ihr habt es gerade in Timeless gesehen, jetzt werden hier halbe Wände gesetzt. Felix hat mich gerade netterweise darauf hingesetzt, dass man die Wände auch direkt beim Bauen dritteln kann, das habe ich komplett vergessen. Ich habe es mir von außen noch gar nicht angeguckt, ihr habt es schon gesehen, Leute, ich noch gar nicht. Ich bin echt mal richtig krank gespannt, wie das dann aussehen wird. Also Felix meinte gerade, es sieht so aus, so what the fuck, warum sollte das, man... Das sieht einfach aus wie so ein richtig wichtiges Gebäude von so einem, keine Ahnung, Digga. Präsidenten oder so? Ja, wie so, sowas. Nice, Digga, so soll es aussehen. So, Felix, pass mal auf, jetzt gehen wir nämlich hin und machen folgendes. Wir machen das... Also so ein 2x2-Turm. Genau, warte. Ich hab eine Idee. Pass mal auf. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie wir das machen wollen. Und zwar hier so. So, schau mal. Und dann können wir nämlich jetzt hier... Hier kann jetzt wieder eine Steinfassade hin. Schau mal hier so. Siehst du das? Okay. Die wieder von innen so. Einen Block versetzt. Genau. Wir bauen halt hier mit dem Terrassenprinzip, Leute. Was das Ganze auf jeden Fall von außen ein Stück weit architektonisch wertvoller aussehen lässt, als wenn man halt einfach nur hinschaut. Vertraut mir, shit's gonna be lit when we're done. Alter Schwede, das ist wahrscheinlich das Fortnite-Video, was am wenigsten mit Fortnite zu tun hat. Okay, warum? Ist fast schon ein Minecraft. Fortnite zu tun. Ja, ist fast schon ein Minecraft-Video, ne? Nein. Das siehst du, hättest du gestern Abend nichts Besseres zu tun gehabt, als dir so eine Skizze aufzuschauen. Ich schwöre, ich hab's alles aus meinem Kopf wieder. Ich habe nichts, aber auch. Er will jetzt pushen, er hätte krass cool, Leute. Patrick, ich schwöre dir, ich habe nichts geplant, aber auch gar nichts. Muss ich schwören, ich glaub dir schon. Digga, dieses Gebäude, Alter. Oh mein Gott, okay, noch 15 Minuten Zeit. Sollten wir schaffen, ja. So gestört, Mann. Okay, warte, ich muss ganz kurz überlegen, warte. Wolltest du einen Balkon haben, oder? Nee, warte. Das so machen? Nee, warte, ganz kurz, okay? Voll. So. Was? So möchte ich es haben, ganz genau. Was? Okay, bau das mal auf der anderen Seite, Digga. Bau das mal genauso, diesen kleinen Pimmel, den ich hier gebaut habe. Ja, Digga, voll. Das sind halt die Tricks, die man drauf haben muss, weißt du? Komm, du kannst das hier auch vorne noch theoretisch so verbinden, wenn man so macht. Guck, sieht das aus wie so ein Knochen, weißt du? Das ist schon krass. Oh mein Gott, 3 Minuten 30 noch, Leute. Wir schaffen das auf jeden Fall. Ey, das ist, glaube ich, das heftigste Haus, was jemals gebaut worden ist. Schau, dass man das nicht... Oh, Alter, oben diese Verbindung, Alter. Sieht krass aus. Revi. Ich hab einfach gedacht, okay, sehr bestimmt cool aus. Eine Minute noch Zeit. Wir gucken uns das Ding jetzt mal von außen an. Wir müssen diese ganzen hässlichen Türme nebenan wegmachen. Ja, kann ich machen. Oh mein Gott. Was für ein Material? Metall? Was, Digga? Ja, Mann, mach das schnell. Setz. Yeah. Ey, Junge. Das ist das... Heftigste, was ich jemals gesehen habe, wirklich. Das ist das Krasseste, was ich jemals in ganz Fortnite hab gesehen. Das sieht echt krank aus. Ey, Leute. Warte, du musst nach einer Minute ist das Ding weg. Digga, gleich ist es weg. Habt ihr jemals schon mal so ein krankes Gebäude gesehen? Ich glaub's ja nicht, ne? Hat Fallschaden gerade bekommen. Ey, Bruder, da hängt noch eine Treppe hier vorne. Hier hängt noch eine Treppe, die f*** mich richtig ab. Hängt so oben. Da ist sie. Ja, Mann, Felix. Save the building. Ey. Okay, Leute. Wir haben uns damit offiziell, glaube ich, einen geistkranken Meilenstein gesetzt. Das sieht schon echt Alter, sieht krank aus. Guckt euch das mal bitte an. Okay, Jungs. Ciao, Bruder, ciao. Ciao, muss los. Muss los, sowas von. Ey, es ist auch perfekt symmetrisch, Digga. Guck das dir mal an. Digga, das geil aus. Digga, Alter Schwede. Guck dir das. Ey, Leute, habt ihr jemals Sturm braucht noch ein bisschen, 4 Minuten, in eurem ganzen Leben ein so heftiges Fortnite-Haus gesehen? Never. Ey. Okay, Leute. Das ist wirklich ein bisschen sehr ausgeartet. Ich dachte eigentlich so, ja, wir machen jetzt so einen chilligen dies, das. Und auf einmal zaubern wir das aus dem Hut. Patrick, komm mal ran hier. Das ist mit Abstand das Abgefahrenste, was ich jemals gebaut habe. Kommt mal her, Jungs, wir stellen uns jetzt mal hier so in eine Reihe und machen einen Screenshot fürs Größenverhältnis. Kommt mal her. Auf geht's, Jungs, auf geht's. Junge. Hast du eine Waffe für mich, Patrick? Irgendeine? Nein, ich will dich nicht umbringen. Gib mal eine Waffe. Ich will nur aimen. Baby, hör auf. Patrick, einmal hab ich gut. Patrick, wir gehen. Okay, warte, komm runter hier, komm runter. Wir machen. Ey, hör mal auf, Digga, hör mal auf. Wir machen kurz Screenshot, wir aimen alle hier in die Richtung, gucken so nach oben. Digga, ich bring dich. Hör doch mal auf, Patrick, ich bring dich nicht um. Ich bring dich ganz oben um, okay? Das hast du verdient. Okay, oben ja. Okay, das ist Opfer, Menschenopfer, okay, hier. Alle mal so hoch, aimen, Felix, hast du eine Waffe? Nee, ne? Nee, leider nicht. Geh in die Mitte. Okay. Okay, Jungs, Screenshot steht. Rein geht's. Wir müssen jetzt noch einmal nach ganz oben kommen. Hier ist einfach die Haupteingangstür. Ey, guck dir das mal von drin bitte an. Da ein bisschen drin. Bauer
Bauarbeiten, aber... Ja, Innenausbau ist noch nicht fertig, ne? Welche Kompanie kann das in so einer Zeit halt bauen, ne? Ist einfach so, Digga. Keiner. Das muss uns erstmal jemand nachmachen, wirklich, Leute. Also wir fordern euch gerne wieder zum Bauen heraus. Baut was Krasseres in der Zeit zu dritt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da was mehr rumkommt. Schickt uns auf jeden Fall irgendwie bei Twitter oder sowas. Markiert uns drauf, Leute, wenn ihr was Krasseres gebaut habt. Wie gesagt, Fortnite ist free for all. Also gönnt euch auf jeden Fall. Ja, Patrick, und jetzt gibt's... Patrick, wenn du jetzt einen Snitch-Move machst, ne? Ich werde mich verteidigen. Nein, Patrick, Digga. Das ist Opfer für den großen Gott des Turms, okay? Du musst es hinnehmen, Patrick, deine Bestrafung. Boah, ist das hier verwirrend, Digga, ne? Patrick, du hast den Main-Bauernherrn getötet, verstehst du? Komm mal hoch, Patrick. Er ist schon ganz oben, Alter. Hey, wie ist der hochgekommen? Kann ich mitbekommen. Hey, wie schnell ist dieser Junge? Wo seid ihr? Patrick, bring mich ja nicht um, Digga. Komm schon. Ich werde nicht. Also, wenn du mich einmal Stahl von dir leide, ne? Instant für Stahl. Guck mal, wie viel Schild Patrick hat. Ganz voll vergessen, Revi. Patrick, du musst jetzt hinnehmen, wirklich. Sonne kommt, ne? Beeilt euch. Bau dich hoch. Boah, ist das hier stressig, Alter. Nein, Junge, ich bin ganz runtergefallen. Ich glaube, die Zone kommt. Nein, Digga. Nein! 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 Ich hasse dich, Patrick, Digga. Junge, das hast du sowas von nicht. Egal, ich habe trotzdem gewonnen. Leute, das war auf jeden Fall das Krasseste, was wir jemals... Ja, aber der verreckt noch! Komm schon! Nein, Bruder, ich sterbe nicht, Digga. Junge, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Patrick und bei Felix vorbei. Das war auf jeden Fall vom krassesten Fortnite-Gebäude aller Zeiten. Und ich würde sagen, wenn ihr noch weitere Challenges habt, schreibt es in die Kommentare. Das war's. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.